Kurze Info. Da wir am Sonntag, 22. März, die 1000 Follower auf Twitch voll gemacht haben, wird es morgen ab 14 Uhr einen Livestream geben, wo wir das feiern. Ich gebe euch auch etwas zurück. Wir zocken mit den Formel 1 Boliden, den Formel 2 Boliden, den Multiplayer Cars und auch mit den historischen Boliden. Die ein oder andere Reaction von mir wird es auch geben. Also, einschalten lohnt sich. In der heutigen Newsfolge geht es um Aston Martins Rückkehr in die Formel 1 ist offiziell, Ferraris neues Lenksystem, wird die Budget-Obergrenze noch weiter gesenkt, mehrere Rennen in Silverstone? Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Der Name Racing Point verschwindet 2021 endgültig aus der Formel 1, denn die Rückkehr Aston Martins als Werksteam wurde am Mittwoch auch formal bestätigt. Es wurden nur noch die letzten Verträge vervollständigt. Investor Lawrence Stroll wird Vorstandsvorsitzender und hat trotz dem aktuellen Coronavirus 600 Millionen Euro investiert. Sie möchten von Anfang an wettbewerbsfähig sein. Ihre neue Fabrik soll in Silverstone sein, die aktuell gebaut wird. Das Mercedes DAS kennen wir ja seit den Testfahrten, aber kennt ihr schon das PAS von Ferrari? PAS steht für Power Assisted Steering und wurde bereits 2019 von den Italienern entwickelt. Es ist weniger komplex als Mercedes-Variante, eher eine Art Vorstufe und wurde schon vorher von Mercedes eingeführt. Sie hatten die Servolenkung mit einer speziellen Zahnstangenvorrichtung kombiniert, um unterschiedliche Ackermannwinkel beim Einlenken zu ermöglichen, was bedeutet, dass ein Rad unabhängig vom anderen gelenkt werden konnte. Dadurch hatte der W10 folgende Vorteile: in den langsamen Kurven sehr agil und reaktionsfähig, als auch, dass die Reifen im optimalen Reifenfenster waren. Außerdem war der Verschleiß geringer und die Leistung besser. Da Ferrari letztes Jahr erkannte, was Mercedes machte, entwickelte die Scuderia ihre eigene Lösung. Ab dem Frankreich Grand Prix setzten sie das PAS ein. Allerdings hat so ein Lenksystem auch seine Nachteile. Es ist größer, schwerer und komplexer als eine Standardlenkung. Auch aus aerodynamischer Sicht ist es vorteilhaft, denn wenn ein Rad im Wind steht, ändern sich dadurch die Luftverwirbelungen, welches es erzeugt. Wenn man die Radposition optimiert, gibt es einen Zusatz an Abtrieb. Nicht nur Ferrari selbst hat dieses Lenksystem am SF1000 eingebaut, sondern auch Haas im VF20. Das DAS ist für nächstes Jahr verboten. 2021 wird die Budgetobergrenze von 175 Millionen Dollar eingeführt. Doch kleinere Teams fordern eine weitere Herabsenkung auf 100 Millionen Dollar. Am Montag werden sich alle Teams mit dem Thema befassen. Alle Ausgaben sollen nach und nach gesenkt werden, das gilt auch für die Fahrergehälter. Das wollen Ferrari und Red Bull wegen einer emotionalen Überreaktion verhindern. Red Bulls Vorschlag wären 150 Millionen Dollar bei einer Verschiebung des Reglements auf 2023. Mit den 150 Millionen Dollar wäre Mercedes einverstanden, obwohl die Bosse von Mercedes und Renault auch mit größeren Herabsenkungen zufrieden wären. Ferrari meint, dass das Verringern der Budgetobergrenze auf 150 Millionen Dollar den privaten Teams nichts bringen würde, weil sie so oder so darunter liegen. Außerdem würde die Scuderia es begrüßen, wenn man das Sparen ausbauen könnte. Damit meinen sie das Vorziehen der Regel, dass die Autos am Freitagmorgen für den Rest des Wochenendes homologiert werden, um die Angewohnheit anzuhalten, dass ständig neue Teile nachgeliefert werden. Wenn die privaten Teams 100 Millionen Dollar als Obergrenze fordern, könnte man sich als Kompromiss bei 130 Millionen Dollar treffen. Dadurch profitieren die großen Teams nicht mehr. Die FIA muss diese Entscheidung nun fällen. Der Chef von Silverstone, Stuart Pringle, möchte der Formel 1 helfen, wenn ein überarbeiteter Zeitplan mehrere Rennen auf einer Rennstrecke vorsieht. Die Rennstrecke verfügt insgesamt über 9 unterschiedliche Streckenvarianten. Sogar die Idee in die entgegengesetzte Richtung steht im Raum, obwohl sie keine Lizenz dafür haben, aber aufgrund der aktuellen Lage sollten außergewöhnliche Entscheidungen getroffen werden. Bis zum 30. April wird es eine Entscheidung über den Grand Prix geben. Kommen wir zu Mikes Meinung. Da hat man sich an einen Namen gewöhnt und dann wird er wieder aus der Formel 1 verschwinden. Aber freut mich, dass die Rückkehr jetzt endlich offiziell ist. Ich bin echt mal gespannt, wie das PAS beim Ferrari und Haas performt. Ich glaube nicht, dass das PAS verboten wird, weil während der Fahrt keine Veränderungen wie beim DAS vorgenommen werden. Die Budgetobergrenze ist ein heikles Thema. Einige wollen so viel Geld als Grenze, das passt den anderen Teams aber nicht, denn die wollen höchstens so viel Geld als Grenze. Ich bin echt mal gespannt, zu welcher Entscheidung die FIA kommt. Stellt euch mal den Silverstone Grand Prix rückwärts vor. Wie abgefahren wäre das denn? Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Florian2711. Er fragt: Also kann man sagen, dass genau diese Autos auch 2021 gefahren werden? Kurze Antwort: Ja, so ist es. Gleiche Chassis, gleicher Motor. Natürlich mit ein paar Upgrades und dem Wegfall der Testfahrten im Frühjahr. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.